Wir sind heute hier in der großen Fallendarer Pfarrkirche, die den heiligen Marcellinus und Petrus geweiht ist. Und diese beiden schlagen auch die Brücke zu dem Heiligen, um den es uns im Mai geht. Es ist der heilige Philipp Neri, dessen Fest am 26. Mai begangen wird. Philipp Neri hat sehr, sehr gerne in seiner Jugend die Katakomben aufgesucht. Und Marcellinus und Petrus waren Märtyrer der ersten Jahrhunderte. Ihm ging es immer wieder um das Ganze. Ihn faszinierten auch gerade junge Menschen, die ihr Leben, ihr Blut sogar für Christus hingegeben haben. Und diese Liebe, die hat er abgelesen von der Liebe, die Jesus zu uns Menschen hat. Denn diese Liebe, die sogar das Kreuz nicht scheut, dieser Jesus, der zwischen Verbrechern hängt, der niemanden verachtet, der mit allen auf einer Stufe leben will, die hat ihn überwältigt. Und Philipp Neri ist der Apostel dieser überwältigenden, demütigen Liebe, die er am Leben, am Wirken, am Leiden und Sterben Christi abgelesen hat. Und hier in dieser Kirche finden wir auch ein Bild von Vinzenz Palotti, der ganz in der Nähe der Kirche, wo Philipp Neri wirkte und wo er auch begraben liegt, zur Welt kam. Vinzenz Palotti hat Philipp Neri sehr verehrt. Er war der Patron der Jugend, der Kinder und er war, wie Goethe es nennt, der humoristische Heilige. Humorvolle Lebenslektionen, eine Spezialität des Philipp Neri. Da machte er als Beichtvater auch nicht vor dem Adelstand halt. Als Contessa Bianchi bekannte, sie habe wiederholt schlecht über andere Menschen gesprochen, trug er ihr auf, zur Buße auf dem Markt ein Huhn zu besorgen und es auf dem Weg zu ihm zu rupfen. Ein demütigender Spießrutenlauf für die Adelige. Bei Neri angekommen, verlangte dieser von der entsetzten Contessa, sie solle nun alle im Winde verstreuten Federn wieder auflesen. Denn, so seine Worte, so wie du die einmal ausgestreuten Federn nicht mehr aufsammeln kannst, weil der Wind sie verweht hat, so kannst du auch die bösen Worte, die du einmal ausgesprochen hast, nicht wieder zurücknehmen. Und von Philipp Neri werden so einige typische Worte überliefert, etwa sein Morgengebet: Lieber Gott, pass gut auf deinen Philipp auf, sonst macht er bis zum Abend viele Dummheiten. Oder im Blick auf den Abend: Wenn du heilig werden willst, musst du früh ins Bett gehen. Wenn Sie mehr von Vinzenz Palotti wissen und sehen möchten, können Sie gerne auf das Video von Vinzenz Palotti schauen. Oder wenn Sie vom Humor einiges wissen wollen, gibt es auch diesen kleinen Film über den Humor.